Im Münchner Norden liegt unsere. Hallo und herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen zwei Spieler, einmal Manuel Eisgruber und natürlich Silas Köpfert. Meine erste Frage geht an dich, Manuel. Wie war es für dich jetzt stimmungstechnisch? Also Stimmung war natürlich auf Seiten der Löwen, aber wir haben das versucht aufzusaugen mit den 3000 Zuschauern. Das erste Mal ausverkauft. Ich denke, war ein super Erlebnis für uns alle. Leider haben wir uns selber nicht belohnt mit einem Tor wenigstens, dass wir vielleicht die erste Chance direkt nutzen, weil dann, denke ich, brennt der Baum auch hier in Garching einfach. Und ja, ist halt schade, dass wir dann einfach mit 0 Punkten rausgehen. Waren eh nicht eingerechnet, aber trotzdem hätte man gerne die Sensation noch geschafft, ja. Wie ist es? Hat man als Spieler überhaupt mal Zeit, so ein bisschen nach draußen zu schauen, wenn sich das Stadion so füllt? Ja, das schon. Also beim Aufwärmen hat man dann schon gemerkt, dass das Stadion langsam voller wird. Aber ich denke, dass jeder dann so im Tunnel auch und ist dann so fokussiert aufs Spiel, dass man halt das dann wirklich nicht mehr so wirklich mitbekommt. Dann. Man sieht zwar die Menschenmassen, aber man gewöhnt sich schnell dran, sag ich mal. Okay, danke für deine Eindrücke. Silas, er hat es schon angedeutet, ein bisschen zum Spiel, aber magst du uns das Spiel mal kurz ein bisschen erzählen, wie es so aus eurer Sicht war? Ja, ich finde, wir haben ganz gut angefangen. Eigentlich das, was wir vorhatten, umgesetzt, auch viel über Seitenverlagerungen zu kommen, haben eigentlich ein, zwei ganz gute Möglichkeiten. Kriegen dann zwei Konter, gehen eigentlich mit 2-0 in die Halbzeit. Auf jeden Fall, Nichts, oder? Ja, aus dem Nichts, genau. Und auf jeden Fall ein Tor zu hoch. Und ja, dann am Ende 3-0, sicher ein, zwei Tore zu hoch. Sicher hätten wir auch gern eins geschossen. Dann wären wir nochmal dran gewesen, wie der Eisige gesagt hat, wenn wir treffen, dann kippt vielleicht die Stimmung. Ja, letztendlich können wir aber, glaube ich, mit der Leistung trotzdem zufrieden sein und darauf aufbauen für die nächsten Wochen. Ihr habt euch bestimmt in der Kabine, schätze ich mal, ausgetauscht mit den anderen Spielern. Wie ist es jetzt für euch als Mannschaft? Man hat verloren, aber man hat ja für den Verein, war es ein Highlight. Wie nimmt man das so dann wahr? Ja, ich glaube, wir haben uns alle wahnsinnig im Vorfeld auf das Spiel gefreut. Und ich glaube, durch die Leistung und das Wie, klar, das Ergebnis passt nicht, aber das Wie können wir alle da jetzt zufrieden sein oder nicht zufrieden, aber ja, drauf aufbauen und eben Selbstbewusstsein draus ziehen aus dem Erlebnis und das Aufsaugen und dann versuchen eben in den nächsten Spielen noch umzusetzen und da eben was mitzunehmen. Wenn man sich jetzt mal anschaut, auch heute wieder, ich meine, Silas hat es auch gerade ein bisschen erzählt, wir hatten wieder die erste Chance, wir waren auch nicht schlecht im Spiel. Generell kann man ja sagen, auch diese Saison spielen wir ja einen attraktiven Fußball, auswärts klappt es, zu Hause noch nicht. Hast du eine Idee, woran es liegt? Idee habe ich keine, aber es ist, denke ich, egal, wo wir unsere Punkte holen. Hauptsache am Schluss stehen wir einfach über den beiden Strichen, was es gibt. Und da heißt es einfach, dass wir in den nächsten Wochen wieder unsere Punkte holen. Und dann, ja, für uns war das trotzdem ein positives Erlebnis heute. Und dann holen wir halt nächste Woche die 3 Punkte wieder auswärts. Ich sage vielen Dank, dass ihr beide Zeit hattet, kurz nach dem Spiel. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ciao.